Mit einer kurzen, aber knackigen Etappe startet die Vuelta in ihre letzte Woche. 120 Kilometer standen heute auf dem Programm und es war regnerisch gleich zu Beginn an dieser Etappe. Aber die Gedanken waren erstmal bei Nathan van Hooydonk, der nach einem Autounfall im Koma liegt. Also alles Gute, Daumen gedrückt für den 27-jährigen Belgier. Und ein anderer Belgier, Remco Evenepoel, hat vor der Etappe gesagt, ich lasse es heute ruhig angehen, ich sprinte nicht mit, ich gehe nicht in die Gruppe und ich verliere auch ganz bewusst Zeit, um in den nächsten Tagen anzugreifen. Schauen wir mal, was es heute geworden ist über die 120,1 Kilometer. Zum Anfang ein sehr überschaubares Etappenprofil direkt an der Küste und dann am Ende ein Berg der zweiten Kategorie, 6 Kilometer lang, etwas für die Spezialisten und vielleicht auch für eine Gruppe des Tages. Regnerische Bedingungen gleich zum Anfang, dann setzte sich diese erste 10-köpfige Spitzengruppe ab, die extrem stark war. Eine Mannschaft war hinten nicht vertreten, Ineos Grenadiers, und die haben mit aller Macht alles probiert, mit Filippo Ganna, mit Geraint Thomas, um wieder die Lücke zu schließen. Und sie haben es tatsächlich geschafft. 60 Kilometer vor dem Ziel ist dann die Gruppe des Tages weggefahren, wieder ohne Ineos Grenadiers und wieder mit einem ganz starken Kane Groves im grünen Sprinttrikot von Alpecin de Koenig. Auch Mattia Cattaneo war mit dabei, Nicolas Proudhon, Max Pohl und Nicolau. Aber hinten hat man etwas dagegen gehabt. Das Team Jumbo-Visma hat sich gesagt, ja, jetzt haben wir schon 60 Kilometer in den Beinen, jetzt übernehmen wir auch. Der Zwischensprint ging an den Australier. Er untermauerte damit auch die Führung in dieser Wertung mit 228 Zählern vor Remco Evenepoel. Und dann dieser schwere Sturz von Luis Leon Sanchez. 31 Grand Tours gefahren, über 250.000 Rennkilometer gesammelt. Er konnte aber trotzdem das Ziel erreichen. Also gute Besserung auch an dieser Stelle. Dann ging es hinein in den Schlussanstieg. Jumbo-Visma hat alles perfekt vorbereitet. Attila Walter fuhr hinein. Dann der Führende, die Dreifachspitze, war direkt in Schlagdistanz. Die letzten 4,5 Kilometer und es folgte die Attacke vom Tour de France-Sieger. Eine Etappe konnte er bei dieser Vuelta schon für sich entscheiden. Am Col du Tourmalet und heute wollte er eine draufsetzen, ist auf und davon gefahren. Finn Fischer-Black war der Zweite, der reagiert hat, ist aber nie ans Hinterrad vom Dänen gekommen. Vingegaard hat seinen Vorsprung weiter ausgebaut und hinten hat man sich ein bisschen angeschaut. João Almeida hat es dann mal probiert. Ute Brex direkt am Rad, Juan Ayuso war mit dabei. Die Favoriten in der Gesamtwertung waren kompakt in dieser Gruppe zusammen. Noch muss man sagen, denn Jumbo-Visma hat hinten weiterhin Druck gemacht. Primoz Roglic war der Nächste, der eine Attacke fuhr und auch er konnte sich als zweiter Fahrer absetzen. Blickte sich dort nochmal um, vorn war der Sieg schon klar. 1,44 hatte Vingegaard vor dieser Etappe Rückstand zu Sepp Kuss, den verringerte er enorm. Und das war heute eine sehr schnelle Etappe mit einem 45er Stundenmittel. Dann kam der 21-jährige Finn Fischer-Black ins Ziel vom Team UAE. Der Neuseeländer fuhr ein starkes Rennen. Auf der dritten Position erreichte Wout Poels den Zielstrich. Mike Stora kam auf Platz 4 ins Ziel. Dann Juan Ayuso, Enric Mas, Vlasov, Roglic, Landa und Sepp Kuss als 10. Platzierter des heutigen Tages. Der junge 20-jährige Belgier Kian Ute Brix wurde 12. und kam mit 1,13 Rückstand ins Ziel. Und das war heute der 27. Erfolg für Jonas Vingegaard. 12 hat er davon als Solist erzielt. Schauen wir auf das Tagesergebnis von heute, auf dieser sehr kurzen Etappe über 120 Kilometer, die um 14.47 Uhr gestartet wurde. Vingegaard, Fischer-Black und Wout Poels, die besten drei. Sepp Kuss bleibt also der Leader nach der 16. Etappe und über 57 Rennstunden in den Beinen. Dahinter gab es aber eine Veränderung. Jonas Vingegaard tauschte mit Primoz Roglic die Plätze. Der Däne, also neuer Zweiter in der Gesamtwertung mit 29 Sekunden Rückstand.
und schauen wir uns diese 17. Etappe über 124,4 Kilometer mal etwas genauer an. Die ersten 66 Kilometer sind flach, dann warten zwei Berge der ersten Kategorie und dann geht es hinauf zum Angliru auf 1555 Höhenmeter. Und das Ganze erleben Sie dann wieder live bei GCN+. Bis dahin.